Moin Leute, da sind wir wieder mit der Südhämmern Map oder auf der Südhämmern Map mit der Lane und mit dem Phil. Hallihallo, ihr Lieben. Hallo, ja, der Schiller hat es noch nicht geschafft. Mal sehen, ob er beim nächsten Mal mit bei ist. Ja, wir waren ja fleißig bei der letzten Folge mit beim Einkaufen, mit dem Shoppen und mit Kartoffelernten hier, ne? Die Lane und der Phil ist beim Kartoffelernten hier. Ach, erstmal den. Ja, schon wieder verschwunden. Ich weiß auch nicht, was ich habe, was an mir ist, dass sie immer alle weg sind hier. Verschwindet. Ja, keine Zeit, keine Zeit. Schwupp. Also, nee. Ein Daumen bin ich ja alleine. Keine Zeit, das Feld muss weg. Die beiden machen jetzt erstmal das Feld leer hier, dass wir wieder was vernünftig ansehen können, was Geld bringt, weil wir brauchen unbedingt Geld. Sonst können wir keine neuen Sachen kaufen. Ja. Und Aufträge annehmen. Oh, da weiß ich schon was wir anpflanzen. Was denn? Tabak. Ja. Da gibt's Schotter. Tabak? Tabak. Wir pflanzen Tabak an. Da gibt's Schotter. So, erstmal ein bisschen Mucke angemacht hier. Dass sich das gleich ein bisschen leichter arbeiten lässt hier. Dann brauchen wir auf jeden Fall das Maisernteding. Ja, noch nicht. Ja, danke. Oh, was macht ihr denn da? Aber nicht so voller Eifer hier. Hallo, ich wollte kuscheln. Anrumsen hier auch noch. Geht gar nicht. Sag mal, was denn du? Ich bin noch nicht richtig eingefädelt. Geh doch mal weg da. Also, das geht ja gar nicht hier. Ihr könnt ja nicht damit umgehen mit den neuen Maschinen oder was? Müsst ihr wieder die ganz kleinen wieder kriegen. Nix da. Von wegen, die sind jetzt verwöhnt. Geh weg damit, die alten Sachen. Also, Philly hat mir bloß nicht genug Platz gelassen zum Umdrehen. Und wenn der nicht hoch genug ist, musst du, glaube ich, ein bisschen höher machen, denn na. Na, passt. Was hoch genug? Das passt. Das Förderband. Das passt. Das Rohr ist hoch genug. Jo. Und ich werde mal das Schneidewerk holen. Für Gras vom Shop. 100.000 Liter passen da rein? Ja, moin. So, Eimo-AG war das, ja. Oh Gott, so. Wenn ich mir dran lege. 3 Tage an diesem Feld gesessen. Jetzt machen wir das innerhalb von ein paar Minuten. Nee, den lassen wir erstmal stehen. Ich werde noch. Oh, sehr top, Alter. Ich werde mal noch ein Fahrzeug leisten. Ein billiges Gefährt, aber was anständig zieht und kraftvoll ist. Wo haben wir ihn? Den. Da können wir keine Fehler machen. Ohne Schnickschnack, ohne irgendwas. Den nehmen wir jetzt erstmal so, wie er ist. Oh, 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 oh. Und der Discord ist gerade ganz schön. Ja, ihr seid auch beide ein bisschen. Wir nehmen das dann erstmal hier, ohne Schnickschnack. Und kaufen den erstmal. Was denn? Alter! Gott, nee. Wir können den später mal noch aufrüsten. Was hast du gekauft? Ein Fahrzeug noch. Oh, ich dachte, du hast jetzt ein Solarfeld noch hin. Nee, das ist im Augenblick nicht drin. Das können wir dann erst kaufen, wenn die ersten Felder abgeerntet sind, wenn wir Aufträge gemacht haben. Das kann ja nur einer wieder Aufträge machen. Ja, genau. Müssen wir uns ich mach dann die mal, Düngeraufträge. Müssen wir uns ja mal abwechseln. Mal. Ja. So. Shop. Wir haben noch keine Saatmaschine, ne? Nee. Saatmaschine, da sagst du ja was. Kauf die richtige. Ja, da brauchen wir aber erstmal. Am besten die Horsch, die ist billiger. Erstmal, oder? Ja, dann nehmen wir erstmal die Horsch. Hübsche Farbe, ja? Was soll denn das heißen? Hübsche Farbe. Oh, alles außer Pink. Orange. Saattechnik. Da kommt das Geld rein. Orange. Die hier. Und dann in Pink. Oh, weia. Ich hab sie getan. Ich hab sie in Pink genommen.
So. Wir müssen die aber in Lehnen ihrer Farbe kaufen. Wir nehmen die in Lehnen ihrer Farbe und kaufen die jetzt. Zack. So. Okay. Zurück. Einmal zum Shop. Ja, da steht sie. Super. So, dann haben wir erstmal schön die Saatmaschine gekauft in Lehnen ihrer Farbe in Pink. Ey! Oh, die sieht fantastisch aus, sag ich euch. War nicht wirklich Pink gekauft. Oh, die sieht gut aus. Nein. Schön, ich kriege ja jedes Mal Augenkrebs. Schön im Pink. Kannst du dir dann abholen? Nee, eine pinke nehme ich nicht. Kaufe ich mir eine neue. Oder ich tue sie umspritzen. So, dann werden wir mal das Schneidewerk ransetzen. Ich muss mal nochmal gucken, wie rum das war. Willst du gleich den Rand hier einmal abmähen? Bruno? Ja. Wenn ich noch dazu komme. Aber ich muss ja mal gucken, ob ich das richtig rum habe hier. Wo der Auswurf ist. Hm. Muss ich mal gucken. Meistens steht die Seite immer zum Shop. Oder was meinst du? Ja, wegen dem Auswurf. Mal sehen, welche Seite das richtige ist. Mein Gott, ich brenne hier lang, das Feld ist gleich leer. Ja, können wir gleich Tabagan pflanzen, wa? Oder muss wahrscheinlich jetzt gekrubbert und gepflügt werden, oder? Ja, eigentlich tun, aber das ist jetzt nicht drin. Das muss jetzt erstmal noch einmal aussetzen. Ja. Klapp die mal auf. Ja, das sieht schon mal gut aus. Und hinten. Kann sein, dass ich die verkehrt habe, aber das werden wir ja gleich sehen. Wenn ich den ersten Ansatz gemacht habe. Nee, du kommst zu weit rüber. Aber das macht ja nichts. Das können wir ja nochmal schnell umkuppeln. Das macht nichts. Hier bei dem kleinen Kurvenstück, da warte ich jetzt. Mhm. Lohnt sich nicht, mit daher zu fahren. So. Dann werden wir ihn mal schon mal ausklappen. Wie gesagt, wenn der jetzt verkehrt rum sein sollte, muss ich den richtig rumsetzen. In der Zwischenzeit kannst du ja schon mal die Saatmaschine holen. Die erste Ladung für Saat müsste vorne am Eingangstor stehen. Mit Dünger, das kannst du ja schon mal beladen. Ach du liebe Güte, Kuno hat sich schon wieder seinen komischen Trecker da gekauft. So, da stehen wir gleich mal auf Tabak rum. Warum Gott, stimmt nicht. Bestimmt verkehrt rum. Das kann man doch mal auf eine Seite anhängen, oder nicht? Also. Ja,
Ja, ich sehe schon, es ist verkehrt rum, okay. Hast du schon geladen? Nee, nee. Hä, wie kann man das denn falsch rum anhängen? Ja, das kann man auch verschieden zusammenkoppeln. Aber ich kann im Augenblick nichts mehr machen. So. Okay. Stück vorfahren. Abkoppeln. Das ist, ich dachte, das ist Deko am Anfang. Nee, nee, das ist direkt zum... Aber bevor du damit anfängst, erst muss hier der Rand einmal ringsrum. So, jetzt habe ich sie richtig rum. Ja, aber haben wir denn die Maschine dafür? Bruno hat einen Mähdrescher gekauft, hat er gesagt. Mähdrescher steht an der Seite am Hof. Da, wo ich meinen immer hingestellt habe? Du siehst ihn geradezu. Steht er noch. Ach, da, geradezu. Ja, da, ja, hier, da, wo. Wo ich erst, zur ersten Zeit meine Silage. Die Bügel kommen also nach hinten. Okay. Direkt gegenüber vom Feld, finde ich. Und auch. Oh, oh Gott, stimmt nicht. Das stimmt mit Hasi nicht. Was ist hier los, Leute? Boah, 10 km/h. Ja, liebe Leute, das muss ich jetzt erstmal rauskriegen, woran das liegt. Kann auch sein, dass ich hier vorne jetzt eine verkehrte Aufnahme habe. Am Trigger. Das muss ich jetzt noch erstmal noch rauskriegen. Ja, nimm mal einen anderen Trigger, probier mal. Muss ich das erstmal hier hinpacken? Und einmal zur Werkstatt fahren oder vielleicht noch mal anhängen. Vielleicht war ein Fehler beim Anhängen. Hänge ich noch mal an. So. Anmachen. Aufklappen, senken. Mal sehen, was ist, wenn ich nur vorne mache. Vorne fährt er, okay, das ist super. So, jetzt mache ich mal hinten. Oh Gott, stimmt mir die Teile nicht. Ja, liebe Leute, das muss ich jetzt erstmal rauskriegen. Ja, Zeit ist wieder um. Wir müssen wieder Schluss machen für heute. Vielen lieben Dank, dass ihr alle mal wieder da wart. Ne? Ja. Auch natürlich an der Lehn und an Phil, dass wir wieder mit bei waren. Gut, Leute, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, ihr Lieben. Ciao.